Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Juni in 2021 für den Aszendenten Zwillinge. Bevor wir loslegen, es macht natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir selbst berechnen kannst. Des Weiteren gibt es eine Aktion im Monat Juni, und zwar kannst du dein Gesundheitshoroskop mit 10% Rabatt erwerben. Dort erfährst du, welche Planeten bei dir geschwächt sind. Anhand verschiedener Methoden und Maßnahmen kannst du diese dann stärken. Und natürlich, jeder Planet steht auch für bestimmte, ja, Körperteile oder Bereiche, Gesundheitsbereiche. Und wenn du den Planeten stärkst, dann stärkst du natürlich damit auch dein Wohlbefinden in diesen Bereichen. Mehr Informationen zum Gesundheitshoroskop findest du ebenfalls unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Gut, jetzt wollen wir loslegen. Und du siehst, sehr viele Planeten haben sich bei dir im ersten Haus versammelt. Das erste Haus bist du. Das ist deine Persönlichkeit, das ist deine Lebensausrichtung. Und so geht in diesem Monat viel, viel Fokus in dich, in deine Entwicklung, in deinen Körper, in deinen Lebensweg. Ich beginne mit dem Mondknoten Rahu, der im ersten Haus ist, und der Ketu ist gegenüber im siebten Haus. Das ist die Mondknotenachse. Die begleiten dich schon seit einem Jahr in etwa dort und bleiben auch noch bis Ende diesen Jahres. Also das ist ein längeres Thema. Um was geht es unter anderem bei diesem Thema? Mit Rahu im ersten Haus geht es darum, dass du eine bessere Beziehung zu dir selbst entwickelst, dass du herausfindest, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, wie soll mein Weg aussehen. Der Ketu steht im siebten Haus. Das siebte Haus steht für die Partnerschaft oder aber auch für alle anderen Beziehungen mit anderen Menschen. Und jetzt sind Beziehungen oder auch eine Partnerschaft gar nicht so wichtig für dich. Dort ziehst du dich ein Stück weit mehr zurück. Das ist auch richtig so, denn es geht darum, dass du dir mehr Zeit für die Beziehung mit dir selbst nimmst. Des Weiteren haben wir im ersten Haus den Merkur. Das ist die beste Hausposition für den Merkur. Er steht auch sehr gut im eigenen Zeichen Zwillinge. Und der Merkur beschreibt dich am zweitbesten als dein Aszendentenherrscher. Und so ist es eine Zeit, wo du viel lernen willst, wo du Informationen haben willst, wo du forschen willst, aber bezüglich was? Entweder bezüglich dir selbst, um dich selber dadurch besser kennenzulernen, wie zum Beispiel durch ein vedisches Horoskop, was dir Informationen liefert über dich und deinen Weg. Und du willst auch Informationen haben, die dir dann helfen sollen, wie du dein Leben gestalten möchtest. Du kannst jetzt auch deine Talente, deine Fertigkeiten viel besser zum Ausdruck bringen. Du kannst dich besser darstellen, du kannst besser kommunizieren. Auch auf eine intelligente Art und Weise kannst du jetzt dein Leben gestalten. Wenn du selbstständig bist, dann ist es jetzt auch eine Zeit, wo du dich in deiner Selbstständigkeit mehr präsentieren sollst, mehr zeigen sollst. Wenn du noch nicht selbstständig bist, denkst du jetzt vielleicht sogar darüber nach, dich auf diese Art und Weise auszudrücken. Des Weiteren haben wir die Sonne im ersten Haus. Die Sonne ist dort die ersten zwei Drittel im Juni. Und so werden die Bereiche der Sonne nun wichtiger für dich. Die Sonne steht für deinen Beruf, sie steht für deine Karriere, sie steht aber auch im Allgemeinen für deine Handlungen. Also Themen, die mit dem Beruf zu tun haben. Wie kannst du dich in deinem Beruf einbringen? Wie, ja, möchtest du deinen Beruf mit deinem Lebensweg vereinbaren? Es kann aber auch bedeuten, dass du jetzt mehr Führung übernimmst, dass du eine verantwortungsvolle Position übernimmst, dass du andere Menschen inspirieren möchtest. Im letzten Drittel haben wir die Sonne im zweiten Haus. Jetzt geht es darum, dass dir das Geld verdienen, deine Ressourcen oder dich gut um deine Verantwortlichkeiten zu kümmern, dass dir das mehr Opfer abverlangt.
Es kann aber auch zu Themen kommen in Verbindung mit deinem Beruf, in Verbindung mit Ämtern oder Regierungsstellen, die mit den Finanzen, mit dem Einkommen zu tun haben. Des Weiteren haben wir im zweiten Haus bei dir die Venus. Die Venus ist dort ab dem 3. Juni bis zum 27. Juni. Die ersten 2 Tage im Juni ist sie im ersten Haus, die letzten 2 Tage im Juni ist sie im dritten Haus, also überwiegend haben wir sie im zweiten Haus. Und so hast du jetzt mehr Liebe, mehr Freude, wenn es auch ums Geldverdienen geht, auch in Verbindung mit deiner Arbeit. Du kannst dich besser um deine Familie auch kümmern. Wenn du dich um die Eltern kümmerst, dann tust du das jetzt mit mehr Freude, mit mehr Liebe, mit mehr Hingabe. Du kannst aber auch Unterstützung durch die Beziehung oder durch die Ehe erhalten, wenn es um die Finanzen geht, wenn es um die Einnahmen geht. Des Weiteren haben wir auch noch den Mars im zweiten Haus. Also du siehst, die Bereiche des ersten Hauses sind ganz wichtig. Viele Einflüsse haben wir dort und die Bereiche des zweiten Hauses sind ganz wichtig. Auch dort haben wir mehrere Einflüsse. Der Mars steht also auch im zweiten Haus und das bis zum 11. Juni. Der Mars ist aber schwach im Zeichen Krebs. Das bedeutet, das Geldverdienen, deine Ressourcen sind auch mit Frust und Ärger verbunden. Wenn der Mars schwach ist, dann möchtest du dort etwas unternehmen, möchtest Energie einsetzen, möchtest dich durchsetzen. Deine Ziele dort verfolgen, aber es funktioniert halt nicht so. Und das frustriert dich dann, wenn es nicht so läuft, wie du gerne möchtest, dass es in diesem Bereich läuft. Mit der Ursprungsfamilie kann es im ersten Drittel des Monats auch zu Konflikten kommen, die dich dann wiederum frustrieren, auch in Verbindung mit einer Beziehung. Denn wir haben ja auch die Venus darin und sie ist der Planet der Liebe, der Partnerschaft und der Ehe. Am 12. Juni wechselt der Mars dann. Er geht raus aus diesem Zeichen, wo er sich nicht gut fühlt. Das dritte Haus ist gut für ihn. Das Zeichen Löwe ist gut für ihn. Er wird jetzt wieder viel stärker. Das dritte Haus steht für Schwierigkeiten. Und so kannst du mit diesem starken Mars Schwierigkeiten, die du hast, aus dem Weg räumen. Kannst du sie lösen? Kannst du sie reparieren? Der Mars steht für dein Zuhause, steht für Immobilien. Hier können Reparaturen anstehen. Hier kannst du jetzt auch gut Probleme, die sich zeigen in Verbindung mit deinem Zuhause, kannst du diese lösen und meistern. Ansonsten kannst du auch viel Energie in deine privaten Interessen stecken, in deine Hobbys stecken. Das sind ebenso die Bedeutungen vom dritten Haus oder auch in Kurzreisen. Übrigens, ich habe vergessen zu sagen, der Merkur ist rückläufig bis zum 22. Juni. Und wenn der Merkur rückläufig ist, ist das keine so gute Zeit, um zu reisen. Falls du ja reisen möchtest, dann vielleicht lieber ab dem 23. Juni. Des Weiteren ist auch der Neumond am 10. Juni im ersten Haus bei dir im Zeichen Zwillinge. Zwischen dem 9. und 11. Juni kann dir somit etwas bewusst werden, was vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist, was mit deinem Körper zu tun hat, mit deiner eigenen Person oder mit deiner Lebensausrichtung. Und am besten nutzt du das dann natürlich, um das, was dir bewusst geworden ist, wo noch ein Mangel ist, wo es noch etwas zu verbessern gibt, dass du das dann künftig besser machst. Im 9. Haus haben wir bei dir den Saturn. Der Saturn ist stark in seinem eigenen Zeichen. Der Saturn regiert bei dir auch gleichzeitig über das 8. Haus. Das 8. Haus steht für große Veränderung und dieser Saturn im 9. Haus wird dich dort auch noch länger begleiten. So stehen ein Stück weit große Veränderungen an in den Bereichen des 9. Hauses. Das kann, wenn du verheiratet bist, die Ehe betreffen oder wenn du in einer langfristigen Beziehung dich befindest, festen Bindung, dann kann das da auch die Partnerschaft betreffen. Das 9. Haus steht aber auch für deinen Glauben und deinen Lebenssinn. Und der starke Saturn möchte, dass du hier tief schaust, dass du
tief in die Tiefe blickst und prüfst, was in diesen Bereichen ist für dich noch wesentlich, was möchtest du behalten, wo muss etwas verändert werden und von was möchtest du dich lösen. Saturn steht auch für das Loslassen. Das achte Haus, was er mitbringt, was sich auswirkt auf die Bereiche des neunten Hauses, ist auch das Haus der Schwäche. Das heißt, schaue in der Ehe oder in einer festen Partnerschaft, schau die Schwächen bitte an. Korrigiere sie, wo es notwendig ist. Damit etwas besser gemacht werden kann, musst du als erstes tatsächlich hinschauen, wie die Dinge tatsächlich sind. Saturn steht für die Realität. Nicht so, wie du etwas gerne hättest, sondern wie es tatsächlich ist. Und selbst wenn das, was du dann siehst, vielleicht nicht so toll ist, doch nur dann hast du die Möglichkeit, es zum Besseren zu verändern. Das Gleiche gilt für deinen Lebenssinn. Was ist dein Lebenssinn? Was gibt deinem Leben einen Sinn? Was sind deine Ideale? Was sind deine Werte? Das alles kommt auf den Prüfstand bei dir mit Saturn darin. Und auch das Thema ein Stück weit Berufung. Das neunte Haus steht für die Berufung, der Saturn steht für die Arbeit. Also wozu fühlst du dich beruflich berufen? Und wenn du hier nicht auf Kurs bist, dann kann Saturn dir auch helfen, hier eine Drehung vorzunehmen. Denn wenn Saturn stark ist, hast du Ausdauer, hast du Durchhaltevermögen, kannst du dich den Problemen stellen, kannst du mit Verzögerungen besser umgehen. Und so kannst du den Saturn im neunten Haus für dich nutzen. Er begleitet dich dort auch noch eine ganze, ganze Weile, um hier zu prüfen, dein Lebenssinn, deine Berufung, deine Ehe, was da noch passt und was nicht passt, kannst du dich davon lösen oder es ändern. Im zehnten Haus haben wir den Glücksplaneten Jupiter. Jupiter steht gut in seinem eigenen Zeichen Fische. Ein starker Jupiter möchte expandieren. Wo möchtest du expandieren? In den Bereichen des zehnten Hauses. Das ist dein Beruf, das ist deine Karriere, das ist dein Ansehen, das ist dein Status. Wenn du nicht mehr beruflich tätig bist, das zehnte Haus steht für deine größten Handlungen und der Jupiter steht zum Beispiel für Wohltätigkeit, dann kannst du dich auch für wohltätige Zwecke einsetzen. Also hier möchtest du wachsen. Ja, du möchtest beruflich expandieren. Du möchtest beruflich etwas tun, was dich mit Sinn erfüllt. Jupiter steht für Sinn. Das passt ja auch zum Saturn im neunten Haus, zum Haus der, im Haus der Berufung, im Haus des Lebenssinns. Also die zwei großen karmischen Planeten zeigen bei dir ähnliche Themen an. Du kannst aber auch beruflich selber mehr wie eine Art Lehrer oder Lehrerin, Berater oder Beraterin tätig sein. Du kannst beruflich anderen Menschen zu einem höheren Verständnis verhelfen, zu mehr Vertrauen, zu mehr Optimismus, zu einer Draufsicht. Und es kann auch einen finanziellen Zuwachs bedeuten im beruflichen oder dass du hier auch einen finanziellen Zuwachs anstrebst. Übrigens, Jupiter regiert bei dir über das Haus, das siebte Haus, das ist das Haus der Partnerschaft, aber auch das Haus der Selbstständigkeit. Und so kannst du, wenn du selbstständig bist, auch expandieren wollen, mehr nach außen gehen wollen. Das zehnte Haus, da bist du draußen, da bist du in der Öffentlichkeit. Oder du überlegst vielleicht sogar, dich selbstständig zu machen. Das habe ich, glaube ich, schon mit Merkur im ersten Haus angedeutet, dass dies eine Zeit dafür sein kann. Und du kannst auch, wenn du eine Frau bist, mit einem Partner zusammenarbeiten. Jupiter ist der Partner bei einer Frau oder du lernst vielleicht sogar einen Partner bei der Arbeit kennen. Oder du lässt dich auf Geschäftspartnerschaften ein. Auch das ist möglich. Der Jupiter wird rückläufig am 21. Juni. Das bedeutet Themen, die sich jetzt anfangs des Monats zeigen, an denen wirst du dann auch noch länger arbeiten. Um die wird es sich dann auch noch drehen im letzten Drittel im Juni. Und der Saturn ist übrigens
den ganzen Monat rückläufig. Das heißt, wenn es um deinen Lebenssinn geht, um deine Berufung, um die Ehe, um eine feste Partnerschaft, die Themen, über die ich gesprochen habe, in Bezug zu diesen Bereichen, das ist nichts Neues. Diese Themen kennst du schon. Das ist etwas Altes. Die wollen halt jetzt nur weiter bearbeitet werden. Am 10. Juni haben wir eine Sonnenfinsternis. Das bedeutet, vom 7. bis 13. Juni solltest du keine neuen Projekte starten, keine wichtigen Vorhaben starten. Die solltest du lieber vor oder nach der Sonnenfinsternis legen. Gut, zum Schluss noch einmal die Erinnerung. In diesem Monat gibt es die Aktion für dein Gesundheitshoroskop, wenn du sie nutzen möchtest, um das Thema Gesundheit anhand deines individuellen Horoskops zu beleuchten. Dann klick jetzt bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald oder bis zum nächsten Monat.